wunderschönen guten Morgen und einen super tollen Brückentag für die, die einen Brückentag haben. Die, die das nicht haben, tut es mir sehr leid, aber kann man auch nicht ändern. So, gestern einmal reingeschaut in den Tabletop Simulator, ein paar Sachen eingerichtet, ein bisschen drüber geschaut. Heute nochmal praktisch der zweite Tag, um so ein bisschen noch was einzurichten und das zu verbessern. Und dann würde ich heute auch schon mal ein bisschen in die Richtung gehen, dass ich mir praktisch die erste Staffel einfach mal auf den Tisch hole und nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, boah, wie die ganze Steuerung alles geht. Da schaue ich mal. Gestern habe ich übrigens festgestellt, und ich muss so nebenbei mal ein paar administrative Sachen erledigen, dass mein Sound echt teilweise sehr laut war und auch mich in der Stimme und alles ein bisschen übersteuert hat. Dann wollen wir mal sehen, dass wir das heute vielleicht ein bisschen besser machen. Und dazu muss ich jetzt noch mal einen Check nebenbei auch vielleicht machen, um zu sehen, wie es so ist. Augenblick mal. Geht ja nichts über Selbstkontrolle, ne? Wollen wir mal so festhalten. Okay, so. Dann gucken wir mal. Die restlichen Sachen sollten jetzt eigentlich soweit safe sein. Und dann gucken wir mal. Ich habe im Hintergrund leichte Musik gehört, aber ja. Bitte, falls ihr es mitbekommt, gebt mir einfach ein Feedback darauf, der Sound ist extrem laut oder sowas. Ansonsten an die üblichen Verdächtigen, hallo Erika FNBR, einfach Uwe, Dunking Around, Another Viewer, Alien Gathering, OX2 und Lux. Ja. Und da ich ja neugierig bin, muss ich mal kurz was gucken. Ja. So ist das. Okay. Ich habe mir gleich erstmal meine schöne Belegung hier rausgeholt. Ich habe ja mal, wie gesagt, von der Zeit angefangen, die Tastaturbelegung für X-Wing auszupulen. Und schon mal ein bisschen mir was zu notieren, damit ich nicht alles wieder raussuchen muss. Da waren wir dann zu doof. So zumindest die gängigsten Klicks. Und die packe ich mir mal hier auf den Stream mit drauf. Screen, nicht Stream. So. Oh, das müsste sein. Okay. So. Vorgearbeitet habe ich insofern schon ein bisschen, dass ich mir, ja, habe ich. Wo bist du? Wo bist du? Jo, da. Ich habe letztens, also mir die Staffel rausgesucht habe schon, also darum geht es eigentlich nur. Ich habe die Staffel einmal in Launchpad Next drin und habe sie auch irgendwie in Jaspi immer reingebracht. Ja, am Anfang, weil Jaspi deutsch ist. Und Launchpad Next benutze ich ja für die ganze Zeit eigentlich nur, weil es eine App-Anwendung ist. So. Und mein Wissensstand ist, Jaspi war eigentlich immer nur Desktop-orientiert. Das heißt, du musst ins Internet gehen und kannst dann dort das machen. Das Problem war, von der App, habe ich immer gedacht, von Launchpad Next, von der App auf dem Device, kann ich nicht einfach ins Internet übergeben und sagen, ja, ich hätte das jetzt aber trotzdem gerne irgendwie, musste ich immer übertragen per Hand. Und dann habe ich festgestellt, als ich die SP geöffnet habe auf dem Rechner, dass ich die dann immer nur natürlich vom Rechner hier ins Spiel bringen kann und nicht von Launchpad Next. Jetzt hat die SP gerade getickt und lädt meine Staffel nicht. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie bringe ich von Launchpad jetzt ohne SP das hier rein? Und stellte in dem Moment fest, dass SP, also die Just Another Spot Builder heißt die, glaube ich, oder Yet Another, dass der tatsächlich auch online verfügbar ist. Ich kann also von dort aus absolut gleichermaßen meine Staffel mit dem Dateiformat hier rüber importieren. Boah, sowas. Okay, so. Dann gehe ich mal
jetzt auf den Bereich, der hier sehr wichtig ist, nämlich das ist hier der Importeur. Ja, ich muss euch sagen, ich habe hier lange und bis dahin nie was angeguckt, aber ich glaube, der Builder ist, da kannst du dann praktisch deine direkt gleich hier vor Ort zusammenstellen, was du haben willst. Der TTS-Spawner könnte wahrscheinlich sowas wie ein Standard sein. Please type or paste your list. Ah, okay, das ist eigentlich das, was ich will, wahrscheinlich. Okay. Das möchte ich jetzt aber nicht machen. Aha. Der FFG-Spawner, Squad Link von der XWF-Spawner. Da, das ist das, was das ich auf jeden Fall schon mal weiß. Single Spawner ist wahrscheinlich dann immer nur, wenn man ein Schiff verloren hat und sagt, verdammt, ich brauche das nochmal. Also das ist jetzt alles nur hören, sagen, wissen, ich weiß von gar nichts. Ich werde jetzt einfach mal testen. Hey, ich sehe gerade, da sind ja schon einige nicht auf den Mund gefallen und früh wach. Oh, sorry, ey. Nimm den einfach so hin. Das ist niemals so, wie es sich jetzt anhört. Ich freue mich total. Guten Freu wollte ich gerade schreiben. Ja, cool. Moin, moin. Hast du etwa frei? Also. Da gehen wir gleich mal ein bisschen suchen. Ich sehe gerade hier das Emote, was du geschickt hast. Anna 87, das ist ja auch wieder so ein 16-Bit-Emoji-Ding. Ich habe mir gedacht, ich muss langsam echt mal gucken, wenn ich mal irgendwann in 20, 30 Minuten irgendwo absolute Leerzeit und Langeweile haben sollte, dass ich mir echt nochmal das Programm angucke und mir auch mal so einen Teil mache. Ich glaube, das wäre ganz cool. Ich habe da noch so ein paar Ideen, aber ja, was geht denn hier ab? Ich muss, wie sagt man, ja, jetzt kriege ich Stress hier. Ja, moin, Neo. Ich bin irgendwann früh aufgewacht. Ich kann es nicht ändern. Das ist die Alterssenilität, die Bettflucht. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Aber wenigstens hast du deine Lieblings-Emotes gefunden, Neo. Ist einfach nur genial. Ich weiß gar nicht, wo ihr die herfindet immer. Ich gucke mal hier rein in die Emotes und finde überhaupt nichts Cooles irgendwie. Bin total überfrachtet von dem Kram. Naja, aber ich habe eben so Klassiker, ne? die muss man immer bringen. Ja, aber 187, das Programm habe ich immer noch im Kopf und werde nochmal schauen. Jetzt habe ich vergessen, mir aufzuschreiben, dass ich das nochmal bringen werde. So. Was man nicht im Kopf hat. Ja, und da es ja jetzt eigentlich kein aktives Streaming hier ist, so mit Ballern und sowas, ist eigentlich total entspannt. Ich habe hier meinen Kaffee, der tatsächlich schon wieder fast, ja, er ist tatsächlich alle. So what, und danke. Übrigens sehe ich gerade, seht ihr das auch? Wenn ihr schon zwei da seid oder einer zumindest zuhört, in meinem Stream sehe ich, dass der Chat da drin ist. Den würde ich wegmachen, weil ich glaube, dass ihr in euren Sources immer einen Chat sowieso neben dem der App habt und wir eigentlich diesen Chat im Screen nicht brauchen. Ich blende die jetzt einmal aus und würde das auch gern so lassen. Ja, nice. Wie war denn dein Vatertag überhaupt? Ich hoffe, du hast es nicht krachen lassen. Super. Und der Sound übrigens, ich habe gestern festgestellt, dass teilweise der Hintergrund-Sound, Background-Sound so überlagert war, dass meine Stimme nicht teilweise nicht hörbar war. Das war ein bisschen blöd, fand ich. Och Mensch, wirklich? Familie war da oder was?
Scheiße. Ich habe einfach gedacht, das ist nicht schlimm oder ist nicht schön, habe ich gedacht. Dachte, ich war auf deinen Vatertag bezogen, aber ja. Grüße gehen raus. Noch sind wir ja unter uns. Okay. Also, ich hole mir mal kurz meine meine entsprechende Datei und gehe jetzt nochmal zurück. Also praktisch hier ist das der Spawner und ich werde jetzt einfach mal versuchen, über den Spawner das hier einzuführen. Paste, das ist das Dateiformat, was man braucht. Praktisch hier drin, da ist die ganze gesamte Staffel niedergeschrieben. Und so, spawn a disk, spawn ships. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt was? Ach, im Notfall muss ich es neu starten. Ja, irgendwie, natürlich kann ich nachvollziehen, nichts Besonderes, aber eigentlich muss man immer diese Tage, wenn man zumindest im Kalender ein Highlight drin stehen hat, also kalendarisch und textlich, dann muss man schon was draus machen, ne? Stimmt ja. Geschenke, selbstgebastelte Geschenke. Geschenke, selbstgebastelte Geschenke. Naja, ich glaube, ein Vorteil hat es. Aus dem Alter sind sie ja dann schon raus. Dass sie solche Geschenke fallen lassen. Absolut übrigens zu dem Thema Bier bin, habe ich gefunden, dass es, glaube ich, jetzt gerade bei namhaften Baumarkt wirklich eine versenkbare Bier. Bierbar gibt, die wirklich in Boden einlässt. Das ist wirklich was, was sinnvoll ist. Die kannst du reinpacken, versenkst im Boden und geil ist. Ich finde das total witzig, aber ist natürlich auch nicht ganz günstig. Hi, Six Facts Magic Mountain. Willkommen. Okay. Ja, ja, und nicht nur gekühlt, sondern ich finde das einfach cool, so wie, willst du ein Bier haben? Ja, gerne. Okay. Fährst du in deinen Rasen, ziehst es hoch, wie beim Fußballfeld, holst das Bier raus, packst es wieder runter. Total heiß. Einzige Problem, aber ich glaube, die werden das mit einer entsprechenden Röhre absichern. Dann nicht, dass die Ameisen das überwuchern. Jo, mach's gut, grüß schön und vielen Dank, dass du da warst und hier ein bisschen Stimmung gesorgt hast. Jo, ich Screen da. So, ich will jetzt mal meine Schiffe importieren. Ja, das PU-Rohr, exakt, das meinte ich, genau. Ja, aber irgendwie muss man es safe machen. Ich habe Ameisen erlebt, die Lampen besiedelt haben, die von unten bis oben voll bewachsen haben und selbst mit Silikon abgedichtet und so, echt übel. Naja. Ja, also, Spawn Ships, Spawn at Disk. Ich versuche Spawn at Disk zu drücken, was ist das? Wahrscheinlich könnte ich das. Ich glaube, ich könnte die dann auf so ein Tablet wegschleppen oder so. Ich probiere es einfach mal. Oh nein. Ist ja geil. Gut. Das heißt also, ich habe jetzt hier praktisch so einen kleinen Chip, den ich irgendwo reinstecken kann zum Aufladen. Ich habe keine Ahnung.
Ja, okay, jetzt weiß ich, was Spawnetisk heißt. Wahrscheinlich kann ich die jemandem geben und der kann mit der Staffel arbeiten. Gut, dann nehmen wir den Spawner nochmal, packen praktisch unsere Staffel ein und drücken Spawn Ships und das kenne ich. Jetzt lädt er. Für alle, die das gerade sehen, das ist das Geile daran. Normalerweise sitzt du zu Hause, baust dir deine Staffeln auf und sagst, okay, ich will jetzt den Piloten haben mit den Ausrüstungssachen. Dann gehst du hin in deine Ordner, suchst dir praktisch diese Karten raus, den, dann brauchst du die Aufwertung. Also wenn man sich jetzt mal, ich habe jetzt hier Lord Vader rausgepickt. Dem musst du dann praktisch noch die Sachen zupacken, die er braucht, nämlich halt zwei Schilde. Die muss man sich raussuchen aus seinen Token. Token, Sammlungsstelle, wie man auch immer das benutzt, muss dann gucken, okay, er hat noch drei Macht, die muss man ihm auch noch mitgeben. Und dann holt man seine Ausrüstungskarten entsprechend raus. Muss natürlich aufpassen, dass die entsprechenden Tokens, die du brauchst, die vier hier, alle mitgenommen wirst. Das ist eben so ein bisschen die Vorbereitungsarbeit, um so eine Staffel zusammenzubauen. Dann muss man sich Vader noch schnappen, dann muss man das Ding draufpacken, das Plättchen draufstecken, das Kommandorad dafür raussuchen. Eigentlich auch diesen Vader hier noch mit im echten Spiel mit so Zahlen-Button versehen, damit die Staffeln nicht alle, also wenn hier 20, wenn hier 12 Schiffe draufstehen, dass sie natürlich nicht alle die gleiche Farbe haben. Das regeln die damit, dass die dem hier am Rand Farben geben, wo auch die Karte rot umrandet zum Beispiel ist. Und damit hat man praktisch dann so eine Markierung. So, das ist jetzt erstmal das nackige Layout der Karten. Jetzt gucke ich gerade mal, ist das der Pattern Analyzer? Ja, Dead Eye, das gehört ja alles zum Vader noch dazu, der ganze Kram. Oh, das wollte ich nicht. Oh, fuck, da fängt es schon an hier mit dem unfähigen Kram. Gut, also die beiden. Oh, leck mich am Arsch. Gut, also die kann man nur so stapeln. Ja, weil die hingen in der Luft, das war ein bisschen doof. Und die heben die immer so absolut hoch. Na gut. Also, hier habe ich meine Staffel, hier habe ich meine Kommandoräder. Und jetzt muss man sie eigentlich auch nur noch wegholen, indem man sie alle markiert. Zap. Und dann auf sein Spielfeld bringt. Und zwar, indem man sie anfasst und dann rotiert mit Q und E. Bisschen wandert. Okay. So sind sie zumindest gerade. Jetzt habe ich natürlich die unglückliche Situation. Ich habe nicht alles gesehen, weil das Screen ist nicht da. Okay, das ist schon breit hier. Ich glaube, ich werde die nochmal alle ein bisschen anpassen müssen. So. Flap. So, und daran erinnere ich mich noch ein bisschen. So, markiert rausgenommen. Den hier markieren, weiter rüberschieben. 187, wir beide haben das ja schon in dieser Form praktisch live schon mal gemacht, also mit den Aufbauen und so hinpacken und da sieht man eben auch, die haben auch hier als Entwickler mit drauf gepasst, dass man die Karten entsprechend hier alle so hinklatscht. Jetzt gucke ich einmal, denn diese Karten, die ich jetzt hier platziert habe, das ist also der Vader im Tide Warns X1. Die kann man jetzt als Zuschauer für euch hier in dem Stream praktisch, siehst du zwar die Karte, aber weißt ja auf Dauer dann immer nicht, ja, was spielt dann, was hat dann da gerade für eine Ausrüstung, wenn ich hier arbeiten würde. Und dafür habe ich mir dann praktisch hier, und das kommt jetzt als Overlay rein, das herausgesucht. Und zeige euch praktisch jetzt hier die Staffel Vader mit Initiative 6. Ausgerüstet und auch schön die Reihenfolge der Karten ist gleich geblieben. Also das finde ich auch echt super. Ja, mit Hate, dann anschließend Instinctive Aim, Cluster Missiles, Precision Engines, Munition for Safe und so weiter und so weiter und so weiter. Einziger echter Wermutstropfen ist für mich immer noch die Sprache, wobei ich ja mit hier echt ganz gut in meiner Welt klarkomme, finde es aber immer sehr schwer, als Anfänger in einer fremden Sprache ein so komplexes Spiel zu spielen. Also hier auch nochmal, wer auch immer in der Lage ist, das hier entsprechend in Auswahl auf Deutsch zu bringen, macht das doch einfach. Es kann gar nicht so schwer sein, würde ich sagen, weil die Karten in X-Wing sind ja doch,
begrenzt. Also wir reden hier nicht über massig 10.000 Karten. Ich sag das nochmal wie bei Magic oder so, wo man sagt, die alle in Deutsch, dann Texte. Das ist so, das ist eine Sache, da setze ich mich doch ran, habe die Texte, vielleicht gibt es die sogar schon irgendwo. Ich glaube, das wäre zu stemmen. Aber ich weiß nicht, das wäre wirklich ein so hoher Benefit. Das musste ich hier an der Stelle vollkommen unterstützen. So, also, spieltechnisch sind alle Dinge, die ich habe, auf dem Tisch. Jetzt weiß ich noch aus der Vergangenheit, dass man jetzt eine gewisse Initialisierung machen muss. Das bedeutet, das Schiff Vader kann ich natürlich erstmal zu der Karte Rot, könnte ich die Farbe, glaube ich, anpassen. Das weiß ich nicht. Ich gucke jetzt einfach mal durch, was hier was ist. Toggle Pack. Pack sind Anhänge. Ich mache das jetzt einfach mal. Toggle Pack hat nichts gemacht. Ich weiß, ich kann die Farbe ändern. Davon mal ab. Rechtsklick drauf machen. Color Tint. Und da er jetzt rot ist, könnte ich ihm mal. Was habe ich noch nicht? Ich guck mal ganz kurz. Oder warte mal, den machen wir den anderen. Cancel. Bei der hier hätte irgendwie noch keine so eine Farbgebung, die mir so einleuchtend wäre. Dann ändern wir mal seinen Color Tint. Dem geben wir mal hier so ein leichtes Rosé. Naja, das ist schon eigentlich ein richtiges Pink. Also. Wobei. Der gesamte jetzt eingefärbt ist. Color Tint Cancel. Okay. Das funktioniert schon mal nicht. Ja. So viel dazu. Ich versuche mal etwas zu machen, was hier, glaube ich, habe ich gehört, habe in dem Spiel nicht so geil ankommt. Ja, ist eine Rückwärtstastenbewegung, aber das war es mir jetzt doch mal wert. Ich könnte ja die wieder neu einladen, die Staffel. Ich habe ja noch nichts verloren. Fifth Brother, Fragezeichen. Mark Steel, Fragezeichen. Ich glaube, das Fragezeichen steht noch für, ist nicht initialisiert. Am Ende, ich muss noch mal kurz, da muss ich mal drauf eingehen, ne? Die Modelle haben wir uns noch nicht angeguckt. Ich finde es wirklich cool, dass man hier so an diese Schiffe so ranfährt und dann wirklich so eine Detailgenauheit hat. So ein Detailgrad, die selbst die kleinen Modelle schon fast so nicht bringen. Das finde ich total funky. Dass man diese Schiffe endlich mal so ein bisschen mehr noch so, ja, sehen darf. Ne, das ist der gleiche, wie der Vader gefahren hat. Oh, ich habe doch gesagt, dass ich ein Zocker bin und immer wieder Scheiß-Space-Taste drücke. Ich werde immer wieder aus dem Screen herausgehen. Ich kriege das einfach nicht hin. Also, es liegt daran, dass ich das nach oben nicht kriege. Oh, gute Frage. Nach oben bewegen. Ja, ist jetzt echt eine Frage, wie ich jetzt. Achso, ich kann wahrscheinlich nur von hier rauskommen, wenn ich auf dem Tisch war. Dann ist es mein Problem. Ja, okay. Na gut. Ist so zu tragen. Aber ich komme nicht weiter ran, manchmal. Ich bin hier echt ein. Und da. Ah, echt. Oh, fast. Nee. Gut. Ich will das Schiff einfärben. Die Karte soll eine andere. Fa Oh, nein, ihr sollt nicht die Karten drehen. Ich möchte gerne dir eine andere Farbe geben. Jetzt gucke ich mal hier, wie hier das Color Tint ist. Und rot-weiß. Ist so still gerade. Es kann nur hierüber sein. Es kann nur hierüber sein. Und ich gebe Ihnen jetzt mal einen Blauton.
Blau, blau, apply. Aber dass das ganze Modell dann blau wird, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Das ist mir auch irgendwie nicht klar. Vielleicht, weil der doch nicht. Der, aber der ist ja. Der hat eine. Vielleicht muss ich das über Style machen. Ja, das hat jetzt die Farbe. Aber dann muss doch der hier auch die gleiche Farbe bekommen. Ja, das sieht doch gut aus. Dann komm, dann machen wir mal. Hatte ich pink schon? Nee, ich mache ein lila. Mache das Style lila und gebe Night Beast auch ein lila. Aber ich verstehe nicht, warum man den ganz einfärbt. Das finde ich kacke. Aber gut, ich akzeptiere das jetzt erstmal und werde das dann persönlich erfragen dürfen. Gut. Initialisiert. Gefärbt, noch nicht mal initialisiert. Jetzt glaube ich, und praktisch hier, das ist das, deswegen soll man, es sieht natürlich nice aus, wenn er fliegt, deswegen soll man nicht Rückwärtstasten machen, weil das Spiel, glaube ich, immer noch nicht damit klarkommt, wenn man die Rückwärtstaste benutzt. Okay, das ist ein unassigned die. Ich versuche mal mit der Logik das hier drauf zu packen und das ist genau das. Okay, super. War noch so. Also, alle initialisieren. Ja. Draufpacken. Jetzt ist Mark Steen. Jetzt werden alle die Informationen, die praktisch zu dem Schiff wichtig sind, die werden hier mitgegeben. Ja, das ist schon mal der erste nice Step. Für euch nebenbei habe ich gerade, oder habe ich mal geguckt gehabt, kann ich auch kurzfristig was einsehen lassen, was die Staffel betrifft. Jetzt müssen wir nur mal schauen. Da muss ich mich jetzt einmal. Ach nee. So, falls noch jemand zuhört, ist das Tickern und alles andere zu laut oder geht das alles so? Ist der Sound im Hintergrund immer noch safe? In den Ausschlägen sieht es gut aus, aber man weiß ja nie. So, super, vielen Dank. Ja, danke. Ich wusste gar nicht mehr, dass du wirklich nur da bist. Nein. mal gucken, bin ich denn weg vom Screen? Kurz einmal was Logistisches gucken. Ich habe da was vergessen und ohne das können wir nichts machen. Nebenbei könnt ihr gerne einmal unten checken. Ich habe auf meiner Seite, auf der Infotafel, ein neues Panel eingefügt. Ihr seht schon unten den entsprechenden Text durchlaufen. Ich sehe auch gerade, der eine Würfel überdeckt ein bisschen meinen Text, aber auch nur, wenn der Würfel sich verändert, sehe ich gerade, je nach Würfel. Dann schaut doch mal drauf, falls euch das interessiert oder ihr mich in einer Form unterstützen möchtet, total nice drauf zu gucken. So. Das haben wir auch gleich.
ist das gerade. Gerade nicht gut. Dann müssen wir hier hart eingreifen. So, okay. Da haben wir es. Also, wenn ich das jetzt richtig sehe, kann ich euch für zum Beispiel Lord Vader einmal die entsprechenden Karten zack auf dem Bildschirm einzeigen. Und dann braucht ihr gar nicht in der Zwischenzeit, wenn ich jetzt hier rumdoktore, praktisch diese Karten alle unten auf dem Tisch lesen, dass ich immer nur ranziehen muss, sondern ich kann solche so zeigen und da ist einmal eine komplette Übersicht, wie Vader ausgestattet ist und was er so kann und nicht kann. Das finde ich auch eine ziemlich gute Sache. Kann man so ein bisschen den Zuschauer beschäftigen. Okay, so. Ich muss mal sehen. Also, euer Tick bis Bild. Ich mag gern meine Karten umsortieren, aber ich bin nicht so sicher, ob das sinnvoll ist. Ich probiere es mal. Das liegt daran, dass so eine gewisse Logik hier vorherrschen würde. Und da wäre es auch interessant, wenn man sagt, Scale nicht. Dass ich die Karte gerne hier untergeschoben hätte und die hätte ich gerne. Ah, drüber. Okay, siehst du. Also da muss ich meine Staffel entsprechend auch noch umsortieren. Okay, weil das ist immer die Bewegungsaktion und ich finde, die Bewegungsaktionen sollten immer irgendwie drunter sein. Das ist Angriffe, hier ist auch Angriffe, hier ist Angriffe, hier bei Performing Attack, Before you execute a maneuver. Ne, dass man immer dran denkt, dass man so ein bisschen phasenweise spielt, das ist hilfreich. Ist ja natürlich jetzt wieder ganz schön arbeitsreich, sie so in die Reihenfolge zu bringen, wie man es möchte, und dann hier alles so super überzudecken. Und beim nächsten Spawn ist es ein bisschen schwierig. Ja, ich kann das verstehen, dass man das nicht lesen kann. Also ich habe das, ich habe schon anderen auch zugeguckt, also jetzt kein Stress an der Stelle. Man kann das eigentlich kaum richtig lesen. Die Grafik selber hier ist schon schlecht, da muss ich schon ranzoomen. Und ich kann es auf dem Bildschirm auch nicht erkennen. Also wenn ich jetzt da hingucke, kann ich keine Schrift lesen. Ist leider so. Deswegen bin ich immer so angewiesen auf die, dass die ein bisschen was erzählen dazu. Und auf dem Fernseher wirst du es auch nicht viel erkennen. Da auf dem Fernseher kann man selbst nicht mehr das Overlay, was hier links steht, von dem Spieler kann man teilweise auch kaum sehen, je nachdem, was für eine Auflösung. Also muss man einfach mal so stehen lassen. Da gibt es ein Defizit. Aber ich denke mal, hier geht es meistens dann auch so um die Worte, die die erwähnen und die so. Ja, das ist gut. In der Zeit kann ich ja kurz meine Karten mal sortieren einmal und so gucken, ob das für mich in Frage kommt. Okay, Fire Control System. Das ist so wichtig. Dann kommt das System. Okay. Das ist dann schon, wenn ich mich für eine Spezialattacke entschieden habe. While you perform an attack, dann hier kann ich doch die ignorieren, die Voraussetzung. Oh, scheiße, jetzt hat er die geclustert. So. Alter, scheiße, ist auch. So, gleich runterdrücken. While you perform an attack, you after rolling dice. While you perform an attack, if the defender is in your maze spend. Primärattacke, ne? Das ist dann schon wieder nicht das Clustern. Kann ich mehrere Karten markieren? Mit irgendeiner Taste? Tatsächlich habe ich das gerade geschafft. Wie war das?
So, Primärattacke. 1, 2, 3. Und dann mit Shift? Nee, das war's nicht. Hier wühle ich mir auch eins zurecht, ey. Also, strategisch machen. Ja, so war das. Okay. Okay, gut. Genau, und das ist ja das Ende. Also in meiner Welt wären auch... So, okay. Ich brauche ja Performance. Also ganz ehrlich, dafür bin ich ja jetzt gerade hier und teste das gerade, damit das irgendwann mal flüssiger läuft. So hätte ich das gerne aufgereiht immer. Wäre natürlich schön, wenn dann praktisch das immer auch so bleiben würde. Jetzt muss man aufpassen. Oder ich muss in dem Falle aufpassen. Ich muss die entsprechenden Token noch hier hinlegen. Kann ja nicht so... So, und das ist Hate. Den habe ich jetzt vergessen. Leg ihn... für Vader einfach mal mit unter. Okay. Und die Token kommen hier rein. Der fünfte Buddha braucht seinen eigenen Platz. Ich packe jetzt mal die Force-Token hier oben hin. Okay. So. Das ist jetzt das Beispiel. So müsste ich meine anderen Karten auch sortieren. Das wäre wirklich spielvorbereitende Sachen. Das wird aber Zeit in Anspruch nehmen. Aber so könnte ich mich besser dann orientieren, was die Karte hat und was sie kann. Ne, das sind so die Bewegungsphasen in den Manöverphasen. Hier geht es um die Angriffe. Hier ist nochmal nach dem Angriff, damit ich einfach weiß, okay, hier, der kann nur in dem Segment, in diesem Teil was machen. Ja. Weil auch Why You Suffer Damage ist ja wirklich hier hinten mit angestellt. Schaden kriegen wir erst am Ende. Bla 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 bla. Da kommen wir ja alles zu. Okay. Wenn ich jetzt praktisch mir das Die angucke, habe ich hier viele Sachen und ich würde die auch gleich erstmal einfach ausprobieren. Dazu tue ich einfach mal so, als wenn ich jetzt hier ein Spielfeld aufgebaut habe. Ich nehme jetzt mein Objective, packe das in die Mitte, flup. Dann wird das mal, also wird das fixiert. Da ich gerade aus dem Kopf nicht weiß, wie fixieren geht, muss ich mal meine schlaue Liste machen. Gucken. Hab die natürlich vorhin geschlossen. Okay, ich denke mal, es wird Lock sein. Ja, es war Lock. So, Objective. Zack, Lock. Einmal ziehen, passiert nichts. Okay, dann werden jetzt die Rules aufgepackt. Also hier. Und dann werden jetzt mal ein paar, einfach so ein paar Asteroiden platziert. Wie man sie haben möchte. Ich mache jetzt mal, hier ist noch meine Messlatte und pack die mal in so einen Abstand von, ach so, da gibt es Regeln, glaube ich. Ich glaube Abstand von 2 oder so. Ach nee, da darf ich sie direkt dran packen. Nee, ist schon richtig. Die müssen nur innerhalb voneinander die Abstände haben. So. So möchte ich es ungefähr haben. Jetzt drehe ich den so ein bisschen, dass er so ist. Okay, das reicht mir erstmal. Eigentlich wollte ich es doch nur irgendwie haben. Hier, irgendwie. Die Teile untereinander dürfen nicht näher als das sein. Ja, ich kriege dann auch meinen Teil hier hin. Dann kriegen wir eine Cloud nicht. Ich weiß gar nicht, was die Clouds machen. Sechs Stück. Also ist schon ziemlich viel Kram, der dann hier so in dem Bereich liegt. 3, 4, 5. Echt? Das kam mir sonst immer wesentlich kleiner vor. Auch 2 Stück im Abstand? Nee. Das war nur eins zum Rand, dachte ich. Komisch. Ich packe jetzt irgendwo noch einen hin. Passt ja gar nicht dann. Hier. Da.
finde. So, Schiffe aufstellen. Genau, was würde man, da müsste man jetzt seine Staffel soweit ganz gut kennen, dass man weiß, was man machen wollen würde. Und das ist, glaube ich, das, was ich beim nächsten Mal nochmal direkt machen will. Wie würde ich, wenn ich was aufgestellt habe, wenn hier auf Stackets sind, wenn ich ein bisschen die Performance beim Spielen wüsste, wie will ich mich denn strategisch aufstellen? Also wie baue ich denn jetzt diese explizit diese Staffel hin, dass die so läuft, wie ich es mir vorstelle? Und das ist ja für den jetzt egal, weil wir eigentlich nur ein bisschen Training machen wollen. Also, auch das kommt mir so viel vor. Die Range 1 ist da so groß, also. Aber gut, okay. Den locke ich. Jetzt schiebe ich ihn, kann ich nicht mehr schieben. Vader ist gelockt. Ende. Aber warum hat Vader noch ein Fragezeichen? So, die Diets kann man sich größer machen mit Plus und Minus. Das ist tatsächlich auch mal ganz nice eigentlich, weil da muss man nicht so viel hin und her fuppern. Auch die Karten, bin ich der Meinung, kann man vergrößern. Ja. Das ist mit der Hashtag-Taste, komme ich in ein Menü. Ja, Hilfetipps habe ich sogar auch geschrieben. Bin ich gut? Ja, da sind doch alle die Dinge, die ich wissen will. Ja. Also, die Taste Hashtag ist hier eine sehr schöne Hilfe. Okay, Z war der Quick Zoom und das ist genau. Einmal kurz drauf gucken. Ich war der Meinung, man. Vielleicht fixiere ich dieses hier mal als. Oh nein, und jetzt habe ich Rückwärtstaste gedrückt. Ich bin es einfach gewohnt, ne? Jetzt haben wir nicht. Ja. Oh ja. Wobei, Vader ist immer noch initialisiert. Okay. Das läuft noch. Alter, das setzt jetzt wirklich alles dann zurück, ne? Das ist wirklich hardcore. Also das darfst du nicht machen. Den locke ich jetzt auch mal. Ich will einfach ein paar Schiffe raufstellen mal. Okay, das war mir irgendwie auch nicht mehr bewusst, dass wenn man praktisch das Schiff platziert hat, dass man dann auch Place Ship sagen soll. So, Place Ship, in Ordnung. Nice Beast. So, Place Ship. Eins wollte ich gerade noch gucken, aber ich kann ja kurz über die Hilfetaste einmal schucken. Irgendwas mit Grouping und ich glaube, das war G. Magnify. Press G to Magnify. M. Ah, M. Das ist natürlich. Das ist das. Der Zoom-In ist das praktisch. Das ist gut. Ich glaube, das muss neu sein. Die Funktion ist mir nicht bekannt gewesen. Oder ich habe nicht aufgepasst, weil das ist genau das. Karte anwählen, einmal anzoomen. Hier Lupe praktisch. Das ist gut. Ja. Okay. Habe ich jetzt soweit erstmal alle platziert. Irgendwie.
wie auch immer. Und jetzt würde ich mir gerne mal angucken, so ein bisschen, wenn man jetzt spielen würde, was könnte man machen, wann und was macht denn hier was? Das ist, okay. Also, von links nach rechts einfach. Undo ist wohl dann, dass man es nicht mehr machen will. Das ist einfach, das sind die Bewegungsmöglichkeiten, die er hat. Hier kann man dann faktisch festlegen, wie er fliegen soll und fertig. Ich mache auch mal Folgendes kurz. Move-Druck wieder weg. Wir haben ja die Tastenbelegungen gehabt, dass man mit F Sachen drehen kann und flippen kann und mit R Dinge rotieren oder rollen kann oder sowas. Und ich glaube, mit Flip würde man hier das dann umdrehen. Aber ich glaube, das geht dann nur, dann würde man das Menü freilegen und würde dann in der Spielphase dann das zeigen. Also muss ich hier erstmal gucken, was gibt es hier. Hier kann ich, also das sind die Feuerwinkel, ne, der vordere Teil, das wird jetzt, wenn ich hier drauf klicke, wird der vordere Teil mit Shift Mitte angezeigt. Das ist der Teil. Das ist der hintere Feuerwinkel, das ist der Seiten, genau. So kennen wir es. Hier ist der Bullseye und das sind die drei Zonen. Erst Range 1, Range 2, Range 3. Das wird hier natürlich ein bisschen abgenommen. Das ist schön für so ein Spiel hier, total super. Aber für, wenn man wirklich so haptisch spielen will, finde ich, das nimmt das richtig viel weg. Aber besser so als gar nichts. Ende. Das hier, warum ist hier das ganz dicke? Wahrscheinlich, weil es der ist, den man am meisten benutzen würde, der Frontfeuerwinkel ausblenden. Das ist dann die Range messen. 1, was ist Range 2? Okay, da guckt dann nur auf die Range, ohne dass man misst. Das ist auch gut, das ist fürs Vergeben eines Zielmarkierungstokens. Okay, gut, haben wir. Was ist R? Okay, das ist wahrscheinlich dann in der jetzigen Möglichkeit, eine Fassrolle zu machen und dann auch, wo man sie hinsetzen will. Da wird das Modell im Vorfeld noch mal angezeigt. Das finde ich ganz gut. Das wirkt hier immer so wenig, ne? Aber es liegt einfach daran, dass man im Spiel drin hängt. Okay, und jetzt möchte ich das nicht mehr machen. Gehe auf Undo und damit ist das wieder weg. Bitte zeigt mir nicht mehr die Range an. Okay, ist schwierig. Manchmal nimmt er das nicht raus, also wenn ich hier drauf drücke. Okay, das ist also das, was er in der Systemphase für Bewegung... Upsala. Das wollte ich gerade machen, ne? Hatte ich gerade noch erwähnt. Ich markiere jetzt die Karten. Und kopiere. Und gruppiere die. So eine Rotze, ey. Ja, ist mir scheißegal. Ich mache jetzt trotzdem rückwärts. Also gruppieren heißt nur einer auf einen Kartenhaufen werfen. Das ist doch eine Schweinerei. Ich dachte fixieren. Und nicht alle auf den Haufen legen. Ja, aber im Grunde, wenn man das so auslegt, ist das schon nicht sehr an eine große Gruppe. Aber eigentlich wollte ich sie fixieren. Aber ja, wir wissen ja, oder ich weiß ja eigentlich, dass das Fixieren die Funktion ist über das Lock. Ne? Also muss ich sie doch einfach nur locken und damit kann ich sie nicht mehr wegnehmen. Okay, im Spiel kann ich dann faktisch, das finde ich gut, wenn ich dann sage, oh, was kann der nochmal? Warte, das wird das, okay. Oh, das wird echt, das wird eine Herausforderung. Okay, so, was ist das hier? Hier gibt es dann die Tokens, die am Spieltischrand sind, die werden dann automatisch dem Schiff daneben gelegt. Super. Und über das Token anfassen, Rechtsklick oder auch über die Entferntaste werden die wieder weggenommen. Kann ich mit umgehen, kenne ich mich soweit aus. Boah. Okay, jetzt gucken wir mal, was... Ja, da merkst du schon, du guckst jetzt hier strategisch und versuchst ein bisschen auszuloten, wie er fliegen könnte. Und dann wollen wir auf Moves machen, da merke ich schon wieder, dass die Dials eigentlich größer sein dürften. Boah. Ich habe letztens das nämlich irgendwo gesehen, da hat auch jemand so riesen Dinger gehabt, aber es ist leichter einfach. Das ist wirklich ein bisschen übertrieben, aber die Karten müssten auch wesentlich größer sein, wenn man die echt nicht so kennt. Aber das ist eben der Vorteil,
Ja, das haben sie gut gemacht. Uha, uha. Okay, dann. Nee, der hat schon dabei nicht. Also ich habe jetzt für dich kurz die Schiffe einmal aufgepackt, habe die initialisiert, habe jetzt einmal kurz geguckt, wie ich Karten fixieren kann, wie hier so die ganzen Umsortierungen sein können, damit man mal sieht, okay, was kann er nicht. Habe alle Schiffe auf den Tisch gepackt und habe jetzt, will jetzt einmal kurz die ersten, also praktisch in der Planungsphase jetzt einfach jedem Schiff mal ein Kommando zuordnen. Und da bin ich gerade bei und versuche gerade so ein bisschen. Ja, zu gucken, was können die Schiffe? Also der hier, warum will er wie fliegen, was ist sein Ziel? Und ja, das ist schon, ich merke das immer wieder, das ist doch komplex. Naja, gut, ich mache jetzt einfach mal irgendwas. Ich bringe den jetzt mal 4 vorwärts. Habe ich mir praktisch auf Moves geklickt, habe auf 4 vorwärts gemacht, mache Set und damit ist das hier als blau als Set auch markiert. Und damit wissen wir, Set gedrückt, dieses Schiff ist geplant. Dran denken, aufsteigende Initiativen. Ihr seht das links im Bildschirm. Zuerst fliegt die Nummer 2 offiziell und dann fliegt der mit der Initiative 4, dann mit der 5 und so weiter. Das muss man eigentlich schon beim Aufstellen berücksichtigen. Deswegen packe ich den mal jetzt. Der schafft 5 vorwärts. Fertig. Danach fliegt die 4. Der fliegt mal vorsichtige 3 vorwärts. Das sette ich jetzt mal so. Und dann gucken wir auch gleich nochmal, was wäre, wenn ich mich vertan. So, und der ist beim Angreifen, kann er was machen. Dann ist das der entsprechende Angriff. Das ist Hass. Wenn er Schaden kriegt, kriegt er Macht zurück. Und weil er performance Tactical Evading. Ah ja, genau. Der ist wichtig. Der möchte immer evaden. Und da fängt es schon wieder an. Die Sortierung ist für mich doch so elementar, dass ich das so hinpacken müsste. Umsortieren also. Das ist der Jamming Beam. Das ist der Hass. Und Juke. Denn wenn du einen Angriff machst und ausweichst, und da will ich mich immer dran erinnern, dass ich dem in seiner Aktion dann das Ausweichen gebe, weil das ist für ihn sehr positiv. So habe ich ihn versucht zu bauen, dass er diesen Effekt immer mitnehmen kann. Ne? Dann, while you perform an attack, if you are evading, you may change one of the defender's results to a focus. Also evading result. Also ich kann praktisch den Gegner damit richtig schön was wegnehmen. Und da habe ich Bock drauf. So, den habe ich jetzt gesetzt. Und jetzt ist die Frage, oh, bla bla bla, im Spiel vergessen, was ist da? Kann ich also hier nochmal drauf gucken? Okay, und dann habe ich hier eine Vorwahl, mach Set. Also das heißt. Ach, sogar gerade gesehen, ich mache es nochmal langsam, ich wollte ja hier gucken, wenn ich hier über Set gehe, sehe ich, was ich geflogen bin. Rechts taucht plötzlich ein ganz kleines 4 geradeaus drauf, hier ein 3 blau geradeaus und hier ein 5 geradeaus. Also wenn ich das nicht mehr anklicken muss, das ist auch, glaube ich, neuer, brauche ich das gar nicht mehr angucken. Wenn ich jetzt trotzdem drauf drücke, ist es weg. Aber er zeigt mir noch, was ich als letztes Kommando hatte und kann das dann nochmal aufholen, sodass ich praktisch nicht schlecht war. Ja gut, das brauche ich nicht, weil da klicke ich direkt rein. Also super. Dieses Spiel hätte ich übrigens gerne auf dem Tablet. Dann könnte man da die ganze Zeit rumdaddeln. So, der macht nämlich eine 5 geradeaus. Dann macht der hier eine seichte. Nein, der macht keine seichte 2. Der macht eine 3 geradeaus. So. Okay, damit sind alle meine Manöver geplant. Und sehr schön ist es, das seht ihr jetzt vielleicht nicht hier unten. Hier unten gibt es, unten links gibt es immer so ein Feld, was ich noch irgendwann mal gedacht habe, das blende ich aus, aber tatsächlich ist das so gewinnbringend für mich. Da steht dann drin, was ich gemacht habe. Also ich habe jetzt meinen Manöver gemacht, habe die eingerichtet, steht da unten. Und tatsächlich steht auch, all dice have been set by all players. Also es wird ganz klar gesagt, ja, alle haben ihre Kommandoräder eingestellt. Das ist ziemlich gut. Ich glaube auch, das ist jetzt wichtig für das, was hier im Spiel passieren würde. Man würde jetzt die Initiative erwürfeln, hier mit 1, 2, 3 würfeln. So. C3 nimmt 4.
So. Das ist ganz gut. Nee, tatsächlich spiele ich gar nicht. Ich habe einfach nur meine Schiffe eingeladen auf dem Tisch hier, habe einfach nur für mich erstmal versucht, so in der eigenen Performance zu sein, wie ich das aufbaue und wie schnell ich meine Karten umsortieren kann, dass ich weiß, was ich tue. Ne? Man muss ein bisschen Haptik haben und nein, ich habe keinen Gegner leider. Also ich weiß nicht mal, ob das Spiel ein NPC-Spiel ginge. Das muss ich mal nachgucken. Ich mache das wirklich nur, um ein bisschen, wie sagt man, das Handwerk zu üben. Und so ein bisschen zu gucken, Logik, Verständnis, weil es ist doch anstrengend, wenn man sich auf viele Sachen konzentrieren muss. Ich brauche hier eigentlich nur einen Gegenspieler. Das kann jeder sein, der Lust hat, der dieses Spiel über Steam spielt und fertig. Also. Aber NPC checke ich auch mal. Ich werde das jetzt aber auch nicht sehr lange durchexerzieren. Also ich kann diesen Speicherstand hier im Einzel dann auch gleich aufnotieren und dann später nochmal durchprobieren. Ich kann auch, und das habe ich schon mal gemacht, hier drüben gegnerische Schiffe spawnen lassen und dann so tun, als wenn jemand da mitsteuert. Das werde ich mal mit zwei Jägern machen, um einfach nur auch dann die Kampfphasen so zu testen. Ich glaube aber, das werde ich im nächsten Stream machen, um praktisch meine Effekte mal zu berücksichtigen, was ich tun muss. Jetzt will ich nur noch einmal. Nee, ich habe keinen Spieler. Ich kann nichts spielen, wenn ich keinen Kontrahenten habe. Tatsächlich. Ja, eigentlich würde jetzt das, was ich jetzt gemacht habe, würde der auf der anderen Seite auch gemacht haben. Der hat seine Räder geplant, so wie es immer wäre. Und dann würde man starten und sagen, okay, wer fängt jetzt an? Ja, der mit der kleinsten Initiative muss als erstes sein Schiff aufbauen, beziehungsweise erst die Systemphase. Und in dem Falle würde jetzt, wenn wir jetzt starten würden, aber erstmal würfel ich. Ja, also ich zwinge da niemanden jetzt, ich muss das, aber wenn dir da Interesse dran ist, wenn du da Spaß dran hättest oder so, kann man das machen. Ich kann da dir eine Staffel zusammenstellen, ich schicke dir die Daten, ich kann die hier initialisieren vielleicht. Das kriegen wir alle schon hin. Also, wenn was wäre und wir Zeit finden, Lust haben. Oder für uns beide wäre es mir lieber sogar, dass wir es live machen, weil es ist einfach besser. Ja, da komme ich rum, wenn was ist. Sag einfach Bescheid, wenn du Lust hast. Ich werde ein Zeitfenster finden. In real lieber. Erstmal real. Ich glaube, wir sind so. Also, wie gesagt, sage ich jetzt ein letztes Mal, du gibst mal was an und dann können wir uns das gerne angucken. Würde mich freuen und freut mich natürlich immer. In verschiedener Hinsicht. Hast einen guten Kaffee. So, das sind die neuen Würfel, die hier implementiert sind für die Initiative, die man jedes Mal, also die nennen das Roll on. Oh ja, jetzt fängt es schon an. Road. Es gab einmal Roll Initiative am Anfang. Roll Random Days, Dices. Ach, what the fuck, ey. So. Ja, nicht wundern. Ich werde eventuell auch gleich weg sein. Random Order war das, glaube ich. Random Order Dice, bla bla bla. So, die würfel ich jetzt. Trotzdem, ich will jetzt meinen Würfel würfeln. So. Und wenn ich hier gelockt wäre, dann würde er dieses Würfelergebnis nehmen und wir haben einen Crit, wir haben einen Blank und wir haben ein Auge und der Crit ist immer der an erster Zelle gezählt wird, hat man keinen, geht man in Fokus und danach über Hit und dann würde man Initiative bestimmen. So viel zur Theorie. Ich bewege jetzt ein letztes Mal mein Schiff, da das Gesetz ist. Ich glaube, jetzt muss ich das einmal umdrehen. Und damit hat er jetzt praktisch offeriert. Das würde auch der Gegner erst sehen. Das hier sieht der Gegner alles nicht in dem Moment und würde dann sehen, okay, was kannst du machen? Hier sind wieder diese ART, also diese Felder. Und ich glaube, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal das Move.
damit bewegt er sich einfach, diese fünf Schritte. Das machen, na klar, wer das kann, der macht das. Oder man macht das hier und dann wird er erst die Latte anlegen und man bewegt das Schiff so visuell. Und ich glaube, das finde ich, ja, das ist das, was ich gerne hätte. Das hilft dem Anfänger, wenn er sieht, zack, und dann Move, und dann die Latte wegnimmt, Undo oder so. Also es ist wirklich, fünf vorwärts, ja, da steht es. Ich selber würde wahrscheinlich für dieses Abweichen, damit ich mal so die Messverhältnisse sehe, würde ich das, glaube ich, machen. Aber das ist ja jedem selbst überlassen. So, das hat er jetzt gemacht. Jetzt ist er praktisch geflogen. Und jetzt hätte der auch noch eine Aktionfähigkeit, die er machen könnte. After you fully exit Blue Manor, we perform Action Step. Okay, da fangen wir schon mal an, das runterzupacken und den Flip zu drehen. Und da ich das verändern darf, mache ich den mal auf 3. Und den muss ich dann auch entsprechend verändern, weil den hatte ich ja auch dämlich geplant. Den kriege ich da auf 2. Weil ich habe mir die Karten nicht angeguckt. Und das ist das, was ich auch machen wollte. So, der will nämlich versuchen, immer blau zu fliegen, wenn er kann. Wenn er Gegner hätte in der Nähe, will natürlich immer jemand ein Bullseye haben. Das ist so das Wichtigste. So, und jetzt drehe ich den um. Und sage ihm, du fliegst jetzt 3 vorwärts in blau. Zack, bin ich geflogen. Und da merkt man, dass das Spiel eben dich... das Spiel spielbar macht, aber das Spiel letztlich nicht für dich das alles macht. Du musst jetzt sagen, okay, ich bin blaues Manöver geflogen, check, sehe ich ja hier, und deine Fähigkeit, boah, ja, die muss ich alle fixieren bei meiner Art. After you fully, habe ich gemacht, ich habe praktisch das abgeschlossen, dass ich mir dann einen Fokus nehmen dürfte. Und zack, einen hätte. Und das ist nur, weil ich es geflogen bin. Das heißt noch lange nicht, dass ich dann nicht auch noch eine Aktion hätte. Und dürfte mir dann sogar noch einen Fokus nehmen, wenn ich wollte. Oder Fastrollen machen oder sowas. Und ich mache jetzt mal für den Spaß einfach nur mal ein Evade. So. Die Tokens, die hier liegen, die, glaube ich, über das Dial zugeordnet werden, sind auch fixiert mit dem Schiff. Wenn es beim nächsten Mal fliegt, fliegen die Dinger mit. Okay, wer ist denn der Nächste? Die Initiative 5, wäre jetzt der 5th Brother? Jetzt gucke ich einmal drauf. Der ist beim Angreifen ganz gut. Das ist... Ah, okay, der möchte mal ausweichen, habe ich so geplant. Dann kriegt er das auch. So, umdrehen. Latte dran. Ja. Und dann 3 nach vorne. Ja, Fassrolle Fokus. Ich habe ja noch keinen Kampf, deswegen könnte ich jetzt in Spaß nochmal einen Schub machen, aber... Ja, siehst du, wenn ich jetzt im richtigen Spiel wäre, hätte ich natürlich jetzt schon eine ganz interessante Situation, weil ich gleich in Angriffsposition wäre. Ja. Der Gedanke ist folgendes, was macht man jetzt? Wenn man angegriffen, also wenn man angreift, hat er ziemlich gute, starke Dinge. Ja, Watschemann, Servus. Willkommen und Dankeschön für die Wortmeldung. Ich freue mich. Würde mich freuen, wenn du mir folgst. Ich werde immer wieder mal versuchen, was Neues oder was Altes hier zu probieren. Das hier ist jetzt mal was Neues auf dem Tisch. So, den 5th Brother, den knall ich jetzt. Ich habe ja keinen Spieler, deswegen ist es egal. Den mache ich jetzt einfach mal für einen Boost. Schiebe ihm praktisch einen voran. Ich glaube, die waren hier. Ja, da sind die Barrel Rolls und hier sind die Boosts. Der kriegt jetzt einen leichten Boost nach rechts. So, als Linked Action nehme ich ihn mit, weil er darf es ja, er kann es ja, mal ausblenden, hat er jetzt praktisch den gemacht, und als Linked Action gebe ich ihm noch einen Fokus, weil er hat noch gar nichts, und diesen Fokus, weil er den nimmt, weil er rot ist, muss er auch einen Stress-Token kriegen, und ja, zack, dann wäre auch hier sein Manöver soweit durch,
Ich merke so ein bisschen, das klappt so weit, dass man die Steuerung drauf hat. Okay, von der Initiative her fehlt mir jetzt. Hier müsste ich auch die Karten, sehe ich gerade, umsortieren. Es wäre für mich angenehmer, wenn hier Vader liegt, der Fürstförster hier nach unten kommt und Magistin nach oben. Weil das mir einfach unlogisch ist. Dann beim nächsten Mal aufbauen. Ja, tatsächlich, Watschmann, nicht ganz als gegen mich selbst spielen, sondern eigentlich ist das jetzt hier der zweite Teil für den Brettaufbau, um selber so ein bisschen erstmal wieder in die Stewing zu kommen. Also auf dem echten Brettspiel draußen auf dem Tisch ist es ein bisschen leichter. Hier muss ich noch mal ein bisschen in die Steuerung reinkommen, gucken, wie die Tokens gesetzt werden. Weißt du, wenn hier einmal einen nimmst und wegschmeißt, ist das doch was anderes und man verklickt sich hier schneller. Also ein bisschen ist es auch als ein Einsteiger-Tutorial, wenn man sagt, ach Gott, was gäbe es denn alles für Dinge, weißt du, so Tastenbelegungen, die man nicht kennt, wie so ein Hashtag, wo man ganz viele Informationen bekommt. Manchmal hilft es, wenn man sich jetzt anguckt, ohne sich selber zu belesen. Ja, ich spiele tatsächlich gegen mich alleine momentan. Ich werde mir nachher nochmal irgendwann, also es wird aber beim nächsten Mal sein, ein paar Schiffe drauf packen, um einfach nur mal so ein bisschen auch die Staffel von der Logik durchzuspielen, dass man es nicht nur im Kopf hat, sondern dass man auch das kann. Zum Beispiel habe ich gerade erst gesagt, hast du vielleicht gehört, ich mag das gerne, wenn Schiffe der Initiative auf meiner Seite der absteigenden und ja, von unten nach oben, von oben nach unten sortiert sind, damit man hier nicht durcheinander kommt. Wenn man zum Beispiel nicht so ich würde sagen, ich gewinne fast immer, vor allen Dingen, wenn da drüben kein anderes Schiff steht. Eine Frage, wie hast du mich gefunden? Hast du mich gerade online gefunden oder bist du gerade irgendwie Empfehlungen gefunden? Ich freue mich tatsächlich, auch mal mit ein paar Leuten zu sprechen, die ich noch nicht so kenne im Chat. Also, Dankeschön erstmal, dass du hier bist. X-Wing ist dir bekannt? Bist du selber ein Spieler oder bist du nur durch Zufall darauf gekommen, weil du dich langweilst? So. Ja, das ist Hammer. Also ich hätte nie gedacht, dass sowas passieren kann. Dass du dass man so weißt, so Leute trifft, wo man durch Zufall, wo man sagt, ach, guck ich mal rein oder so. Ich meine, ey, ich muss sagen, ich guck mal öfter bei Twitch abends und schaue so, wer ist das, der 9 Follower hat und nur Enten zeigt? Also ich muss mir sowas auch angucken, da bin ich ganz bei dir. Das Spiel übrigens ist ziemlich nett, also das kommt aus einer Auskopplung vom echten Tabletop, wo man so ein paar Schiffe auf den Tisch stellen kann und relativ schnell ein Spiel spielen kann, so mit dem Auge und wo man ein bisschen gucken muss, wie fliege ich jetzt, den Kopf planen muss, darf solche Messlehren nie hinlegen, ne? Die muss man dann später erst im Kopf wissen. Also ich kann es persönlich nur empfehlen, ein Spiel zu spielen, wo man Schiffe nicht bemalen muss oder irgendwas, wo man alles hat, was man braucht und einen relativ schnellen Spieleinstieg kriegt, aber trotzdem das Spiel komplex werden kann, macht schon Spaß. Also die releasen gerade wahrscheinlich die nächste Box für Starter und für als Tabletop Simulator ist das ja aber auch ganz nett. Also, wer Star Wars liebt, glaube ich, muss sowas machen. Ich habe jetzt praktisch übrigens für dich nochmal, meine Kamera ist ja da. Ich habe schon eins gemacht gestern, wo ich so ein bisschen versucht habe, erstmal diesen Tabletop-Simulator überhaupt mal aufzurufen und so. Das war der Einstieg so ein bisschen. Und hier ist jetzt schon der erweiterte Punkt mit den Schiffen initialisieren und so. Also wenn du mal was wissen willst oder Interesse hast, schreib einfach. Okay, er hat jetzt seinen Fokus und seinen Stressmarker, kann in der nächsten Runde also keine Manöver mehr fliegen, die rot sind, beziehungsweise hat auch keine Aktion jetzt im Gang Nachgang mehr, deswegen ist er ja schon vorher in seinem Kosmos hier was geflogen. Okay. Dann wäre der Fünfer dran. Also ich spiele jetzt auch nur noch diese Schiffe einmal ab, dass ich mal die erste Runde praktisch gesetzt habe. Also das hat es hier soweit eingesteuert. Zack, setzen wir es um. Wir geben ihm die Messlehre vorne ran. Hat er hier gekriegt, ne? Da kann man das schön sehen, dass er dann sagt, okay, ich darf ein, zwei Manöver nach vorne fliegen, dann setzt man es auf Move und hat ihn praktisch vorne dran gepackt. So, dann dürfte er eine Aktion machen und da ich jetzt auch im Kopf wieder nicht weiß, wie ist denn der vom Setting her, was soll der? Ah ja. Okay, der möchte dann später jemanden in Lock nehmen auf jeden Fall. Hier sieht er also schon.
Der Turn, das ist das Bullseye. Und er möchte alleine sein. Siehst du das alleine schon beim Aufstehen? Entschuldigung. Allein schon beim Aufstehen habe ich Marik Steve, wenn ich jetzt echt spielen würde, schon scheiße gesetzt. Okay. Ja, also den Simulator habe ich eigentlich nur durch kennengelernt, weil ich irgendwie versucht habe, dieses Spiel zu finden. Aber dadurch, dass der so viele Brettspiele auf den Tisch holen kann, bin ich bei dir. Sowas wie HeroQuest oder Gloomhaven, das ist so ein Spiel, das würde ich mir in Live nie kaufen können, weil ich erstens keine Zeit hätte, keinen Platz. Und das ist so komplex, da brauche ich wahrscheinlich jahrelang, um da reinzukommen, habe ich das Gefühl. Aber für so andere Brettspiele und vor allen Dingen Corona ist das ein Traum, glaube ich. Ne? Was hast du so gespielt oder spielst du aktuell? So, der macht jetzt übrigens einen Fokus, also eine Zielerfassung. Hier sieht man es, Marek Steel Zielerfassung. So, und jetzt will ich ihm einmal gucken. Wo war denn das? Genau, in Range 3. Wen könnte ich alles setzen? Und dann setze ich doch dem Teil hier eine Zielerfassung drauf. Sehr cool. Ja. Wo war das da? Okay. Ja, nee, er bleibt immer dabei. Das nervt. Da kommt das Spiel nicht hinterher. Abwählen. So, jetzt hat er es abgewählt. Okay, oder ich mache das demnächst über das A direkt. Ah! Also dieses diese Katzenproblematik, die ist mir sehr bekannt. Wir haben tatsächlich auch hier zwei solche Pelzläufer. Die sind soweit ordentlich und domestiziert, dass da eigentlich nichts passiert. Mit dem großen Aber. Sie entern mal gelegentlich schnell den Tisch. Da musst du wirklich flott sein, um sie dann praktisch zu stoppen. Ah, Hammer. Ja, bitte. Ja gut, das ist ja irre. Da würde ich gar nicht. Das sind ja nur die Spiele, die du auf dem Tisch hast. Du musst ja die Regeln, das alles andere musst du ja irgendwie selbst besorgen und letztlich gucken, du wirst das Spiel ja nicht hier auf dem Tisch einfach lernen. Cool. Ja, das klingt natürlich nett. Cool. Ja, aber vielleicht, also ich habe übrigens vor, demnächst, also wenn ich es dann hinkriege, hier soweit safe bin, aus einer Community heraus. Ja, YouTube, ich weiß. Ich habe immer Spiele gerne persönlich, weißt du, das ist so, ich habe gerne das Spiel selber und spiele es eigentlich sehr gerne so, das ist so dieses Gegeneinander, man kann auch ein bisschen mehr Emotionen für den so das Ärgern rausholen und so, das ist für mich schon sehr wichtig irgendwie und macht dann auch meist ein bisschen mehr Spaß. Also wenn du magst, guck dir einfach demnächst wieder zu, wenn ich online gehe oder guck dir danach die Videos an. Ich werde das demnächst mal mit jemandem spielen, der das auch kann, also schon besser kann, der das schon vielleicht ein paar Jahre spielt, der mir dann auch ein bisschen hilft, beziehungsweise gerade wenn es um Regeln geht, wo dann die Fähigkeiten der Schiffe hintereinander abgewickelt werden müssen, da wird es dann spannend. Ja, die Katzen sind nie sinnvoll. Ich habe irgendwann mal auf meinem Wohnzimmertisch irgendwie so ein paar Sachen aufgebaut für das schwarze Auge. Für die Version, ich glaube 5.0 oder 4.0, nee, 5.0 ist es. Und habe dann meine Würfel da ausgepackt, die 20-seitigen, sonst irgendwas und so. Und plötzlich poppte so links neben mir auf dem Stuhl so ein kleiner Katzenkopf auf. Und dann saß er da so ein bisschen diabolisch, wie so praktisch der Master, der Spielleiter. Und dann hat sie den Würfel so gesehen auf dem Tisch. Und dann fing es dann an so, meiner. Ja, aber das ist so. Es macht ja auch irgendwo ein bisschen Freude. Sehr cool. So, ich sehe gerade auf, also man erkennt ja durchs Aufgedeckte, wen habe ich schon geflogen? Praktisch Marek Steel habe ich jetzt geflogen. Das war der hier. Dem habe ich einen Marek Steel Token gegeben. Ich habe übrigens die Clouds hier. Ich flippe die gerade so wild. Die habe ich noch gar nicht mal gelockt. Also ich könnte da so auch gegenballern und die kaputt machen. Einfach anhalten, L drücken, dann sind die alle soweit fixiert. Ne, hier kann man nicht mehr verschieben.
Also das muss man sich immer bewusst machen. Alles, wirklich jeden Schritt, den du machst, musst du checken, bevor du dann anfängst, hier Token drauf zu packen. Also ich habe eine Zielerfassung gesetzt, weil ich ja keinen Gegner habe, aber ich wollte was machen. Ja, da komme ich eigentlich her. Also ich lass es mich. 4, 5, 6. Ich glaube auch irgendwann um die 90, Anfang 90 rum habe ich das kennengelernt als Spieler. Ja, ist genau das Malen. Danke, dass du das sagst. Da bist du mir jetzt weit voraus. Ich habe das, diese Seitenbar habe ich ausgeblendet, bin ich der Meinung. Da muss ich mal kurz gucken auf den Configurator. Graphics, Controls. Irgendwo war das da. Warte mal. Interface. Notes, Tools. Ich glaube, die Tools sind es. Ja, das habe ich. Ich habe auch letztens gesehen, man kann hier so einen Stift nehmen. Pen. Und kritzeln, ne? Ja, das Problem ist, gut. Ja. Ja, siehst du? Hier so. Okay, siehst du? Geht doch. Kann ja immer noch was lernen. Ich nehme jetzt meine Hand zurück. In Konfiguration, macht die Tools aber trotzdem aus, weil sie für das Spiel später dann einfach stören sind, da ist so viel drin. Ah, plus minus Radius. Die Farbe. Ja, cool. Das braucht man vielleicht gelegentlich. Ich finde ja schon mal ganz gut, dass man hier praktisch den hat, um nochmal darauf hinzuweisen, was man hier meint. Hier, ich habe eine Lok gesetzt auf den. Ah ja, okay, in Ordnung. Ja, also ich kann gerne, wenn du jetzt mal beim nächsten Mal im Chat mit drin bist oder hier, kann ich gerne noch mal ein bisschen mehr bei dem Spiel jetzt darauf eingehen, was man hier macht. Also praktisch das Spiel auch irgendwo im Rahmen dessen, was ich kenne, erklären, warum mache ich was. Aber das würde ich hier dann auch nur erstmal machen, falls es jemand wirklich will. Weil momentan ist es noch nicht Spielregel. Es ist so für mich in der Stufe noch nicht da, sondern erstmal nur, wie funktioniert was. Natürlich kann ich ohne Spielregel nicht hier was bewegen, ne? Kein Schild drehen, wenn irgendwas wäre. Aber das wäre dann der nächste Schritt. Deswegen bewege ich jetzt als erstes mal ein paar Schiffe und mache am Schluss noch meinen Darth Vader hier. Der soll ja auch noch mal zum Zuge kommen. So, nur bei Vader muss man doch aufpassen. Der hat sehr viele Möglichkeiten in diesen ganzen Zeiten. Und während ich... Okay, Antacker Defended Locked bei Perfect Manöver. Ja. Auch Kuyugan, okay, was hat er denn für ein Manöver? Ich decke ihn auf und er soll eine 4 Grad ausfliegen. Die setzen wir hier an und das ist praktisch auch das gewesen, was er machen sollte. Jetzt kann er einen Fokus, eine Barrel Roll, ein Target Lock nehmen, sonst was. Er braucht aber keinen Special Attack, Maximum Beugen oder also Requirements. Das habe ich übrigens auch gesehen. Ich probiere das nochmal. Ich packe jetzt die Force von Vader mal hier so drauf, damit ich mich selber ein bisschen erinnere, dass der Macht hat. Das kann man, soweit ich weiß, hier so ein bisschen mit andotzen. Und ich hoffe, dass die mitfliegen. Ja, das Ranzoomen, das ist das hier praktisch. Das ist da so ranzugehen, aber mit der Alt-Taste, das hatte ich damals mal gehabt. Ja, das wäre dann genau, das wäre der Aufruf der einzelnen Karte. Genau. Genau. Das hier ist nur irgendwie jetzt so eine Lupenfunktion, wo man mal rangehen kann. Ich finde das bei dem Spiel hier so sinnvoll. So wie, wenn er mit dem Gegenstand, wenn er ganz nah steht, ist er denn wirklich dran. Und deswegen kann man dann hier wirklich, weil man hier messen soll, bevor ich immer mit dem Mausrad rangehe, kann man hier gucken, oh, der überschneidet das ja wirklich knapp. Guck mal, der Token liegt drauf. Deswegen benutze ich gerade vermehrt die M-Taste. Aber du hast recht, hiermit ist auch die Grafik, weil bei der Karte war das, glaube ich, hier die... Die Precision Iron Missiles, die ist echt mies dargestellt, ne? Ist aber trotzdem. Ja, siehste, check. Ja, ob ich's. Ja, es ist einfach ein gutes, durchsichtiges System und ich finde das ziemlich cool, dass man die Möglichkeit hat, hier trotzdem seiner Leidenschaft noch nachzugehen, ein bisschen. Okay. So, Vader muss noch seine Aktion durchführen und
ich mache jetzt mal das Spiel, während du eine Aktion gemacht hast, kannst du einen ausgeben, um eine Aktion zu machen und damit kann ich mich schön so im Kreis drehen. Jetzt machen wir mal das, also Pattern Analyzers. Der, wie war das alt, ne? Da. Also, während ich ein Manöver, ein rotes ausgeführt habe, habe ich nicht, weil ich ein weißes gemacht habe, also triggert diese Karte letztlich nicht. Der hier auch, bevor ich eine Manöver gemacht habe, was dieser Art ist, kann ich das dann als ein anderes ausführen, da merkt man, da passt alles nicht so. Und Vader möchte auch gern Leute in Fokus nehmen, soweit ich das hier sehe. Das ist auch immer wichtig, so, weil, genau, und ins Bullseye. Also hier für mich jetzt im privaten Spaßbereich, ohne dass ich hier Stress habe, mache ich mal Folgendes und ich mache es jetzt auch absichtlich, wäre ich falsch. Ich gebe dem jetzt ein Auge, also einen Fokus und mache eine Linked Action, weil der kann im oberen Aktionsbereich hier, da, deswegen ist das M übrigens gut, man kann ein bisschen mehr zeigen. Ja, sehr geil. Also hier meinst du mit der M-Taste, das ist schön, da kann ich hier zeigen, hier, ich mache eine Linked Action, also ein Auge und ein Barrel Roll. Den Fokus habe ich mir gegeben. Die Fassrolle, das ist eine Bewegungsaktion, die mache ich nach rechts und möchte sie ein bisschen vorsetzen. Zack, und habe ihn verschoben. Und genau das, was ich sehen wollte, hat geklappt. Er hat seine ganzen Tokens alle mitgenommen, aber daran zu denken ist, wenn er solche Manöver durchführt, die rot sind, muss er sich auch den Stress geben und den hat er jetzt bekommen. So, theoretisch habe ich jetzt alle meine Schiffe einmal durchbewegt und jeder hat hier was gemacht. Das ist soweit ganz cool, läuft. Also, jetzt würde praktisch, nachdem der andere seine Bewegung mit mir gleichermaßen durchgespielt hat, würde jetzt das Angreifen passieren, wo man dann sagt, okay, man würde jetzt einmal Vader praktisch anwählen, weil Vader ist der, der die Initiative 6 hat. Das ist in einer anderen Reihenfolge, in der man jetzt angreifen würde. Und würde praktisch dann jetzt hier ausmessen und weiter gucken. Das gucken wir beim nächsten Mal, denn ich würde das erstmal für heute soweit jetzt erstmal stoppen. War ja auch schon eine Weile und ich save das Spiel und da muss ich mal gucken. Ich kann irgendwo, ich glaube, das gibt ein Autosave. Das wollte ich noch abhandeln. Und wenn ich das Autosave gefunden habe hier, bei Games. Was meinst du mit für Discord würde ich den Streamer-Modus empfehlen? Yeah. Ja, danke erstmal. Ich habe zwar noch nur leider meinen Standard-GIF, Watschemann, aber ich bin dabei, gerade Pikachu vielleicht noch adäquater zu ersetzen. Also, vielen Dank für dein Follow. Ich bin sehr froh, dass du dabei bist. An Bord. Discord-Streamer-Modus empfehlen. Meinst du damit die Hintergrundgeräusche, wenn sich Discord auf dem Desktop zu Wort begibt? Weil ich krieg gerade Nachrichten im Hintergrund und die hörst du wahrscheinlich, ne? Ja, die Discord weiß ich, habe dir vorhin den Streamer-Modus einmal ausgestellt gehabt, aber du hast die Geräusche gehört, denke ich mal, ne? Ja, es kann ja nie hell sein, dass wenn man selber sich ein bisschen was hier beibringt, dass man nicht auch von anderen Hilfen gibt. Ja, genau, den Modus hatte ich vorhin einmal gefunden, einmal kurz ausgestellt gehabt. So. Games, ja, da war's. Die hatte ich nämlich hier auch schon mal irgendwo meinen Speicherstand gehabt. Safe and Load, da war's. Das ist genau das, was ich meine. Hier habe ich sogar noch einen ganz alten Spielstand, wie man sieht. Den hauen wir mal weg. Safe Game. Ich mache mal einfach das Datum rein. Heute ist der 27.05. Mal einmal keinen Werktag haben. Ist doch mal schön. So. Siehste. Ja, das Aufploppen, ne? Habe ich mir fast gedacht, weil, wenn ich den natürlich angewählt habe, den Discord-Channel, dann ist er auf dem Desktop und der ist soundtechnisch mit dem Desktop verknüpft. Also, ja.
Man ist sich dessen nicht immer bewusst, weil es normal ist am Tag, ne, wenn es passiert. Aber gut, das werde ich beim nächsten Mal versuchen mit zu berücksichtigen. Also ich habe jetzt nur meine Schüffelnummer bewegt, habe dem ein paar Token gegeben. Wenn ich das nächste Mal online gehe, werde ich versuchen nochmal zu tun, als wenn ich irgendwie einen Angriff machen würde. Pack mir auch vielleicht nochmal zwei Schiffe hier random hinten rein. Die kann ich mir hier auch spawnen, indem ich keine Liste brauche. Das haben wir vorhin ja einmal mitgekriegt. Ich kann ja einfach hier Single Spawner machen. Dann nehmen wir mal Pilots und suchen mal, wir suchen mal den... Ach, ich wollte genau den Trolle nehmen, den Luke Skywalker. Oh, da ist er. So, hier ist Luke Skywalker. Wo ist denn der Tisch? Ja. Und den packen wir hier hin. Jetzt kriegen wir meinen Gegner. Okay. Das ist natürlich das, was ich hier, Anna 87, was wir gesehen haben. Das ist das, was du dann bräuchtest immer. Dieses Flügel auf, Flügel zu. Ne? Guck dir mal das Schiff an. Der hat Flügel offen, Flügel zu. Flügel auf, Flügel zu. Ist natürlich geil. Ne? Das ist ein bisschen cooler, als wenn man das auf einen echten Tisch machen muss. Aber das ist auch die Herausforderung. So, jetzt haben wir Luke Skywalker hier initialisiert. Jetzt haben wir ihn platziert. Und jetzt ist Luke Skywalker da. Jetzt können wir ihn praktisch einmal auch bewegen lassen. Der pest jetzt. Ach nee, er pest gar nicht so viel. Er steht, fliegt der Scheiße. Der macht jetzt. Das ist mir ehrlich gesagt zu klein schon wieder, der Style. Boah. Ja, zack. Hier einmal größer machen die Karten. Oh, Entschuldigung. Ich sag ja, das ist der Grund, warum ich jetzt hier bin. Ich muss ein bisschen trainieren, damit ich hier in der Performance besser bin. Watschenmann, was meinst du mit dem Skript? Ich hoffe, das war Sarkasmus. So, bewege ich vorwärts. Hier ist die Messlatte. Man sieht also, ich habe einen 3 Bank gemacht. Das ist eine leichte Kurve. Und nehme die Bank wieder weg. Luke kann... Also ich kann ja mal, kann hier zwei Manöver in seiner Ausstattung, der hat ja keine Sonderkarten, der ist einfach nur nackisch, kann hier zwei Sachen machen und für den Punkt gebe ich ihm jetzt eine Barrel Roll, also eine Fassrolle nach links, indem man sich so ein bisschen mehr auch nach vorne bringen soll, zack. Und damit ist er praktisch mit seiner Aktion fertig und wir hätten schon einen Gegner, den wir beim nächsten Mal einfach mal ein bisschen durchtrainieren sollen. Der kriegt noch einen Partner, ich werde ihm beim nächsten nochmal reinpacken. Ne? Ja. Also. Ja, ne? Also jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Also er macht wirklich. Der nimmt dir den Spielaufbau und die Logik komplett außer Hand. Ne, aber macht das für dich einfach. Also du musst immer bedenken, dass wenn man sich so eine Staffel baut, dann muss man sich überlegen, oh, was will ich für einen Piloten haben? Was für Ausrüstungsslots hat er? Die musst du kennen, das Spiel ist eben so. Dann musst du gucken, was für Ausrüstung hat, wie die Synergien sind. Das ist das, was du machen willst. Das ist der schöne strategische Teil. Man kann auch Standardlisten von jemandem spielen und dann gehst du dahin. Das ist das Coole, wirklich das sehr Geile hier. Du kannst sogar hier über den hier praktisch, wie ich vorhin gemacht habe, hier packst du deine Fraktion, die du auf einem anderen App geplant hast, per Skript hier rein. Und dann hast du, genau wie bei mir hier hinten, alle die Schiffe mit allen Karten, mit allen Tokens einfach schon mundgerecht aufgereiht. Du musst dann nur noch ein ganz bisschen individualisieren, vielleicht Reihenfolgen machen oder die Token anders anrichten. Also, das ist mal nice. Das nimmt dir viel Zeit, die du beim normalen Brettspiel natürlich brauchst, aber das gehört eben auch dazu. Es ist eine gewisse Vorbereitungs- und Spielzeit. So, er ist geflogen und er hat schon einen Token. Den Token braucht er nicht, weil er eine entsprechende Fassrolle gemacht hat. Luke, packe ich auch nochmal deine Macht hier mit dran, dann vergesse ich das nicht. Seine Flügel sind geöffnet. Siehst du nicht mehr die Karte für geöffnete Flügel? Hat er hier dran, Anna 87. Ja, ich glaube auch, das ist eine spannende Sache. Wie das hier zustande kommt und so, das ist echt interessant. Da musst du ziemlich viel schreiben. Und vor allen Dingen, bevor du das Skript schreibst, musst du das ganze Konzept verstanden haben. Also, das ist ja wirklich das.
Ne? Das kann man nicht einfach nur so aufbauen. Da muss einer sein, der das Spiel kennt und liebt und dann gleichzeitig noch das ganze Ding hier auch noch so verhackstückt. Ne? Also hier, ja genau, Luke hat hier zwar die Flügel, aber die Karte haben wir nicht, weil ich habe die ja nicht so ausgerüstet gerade. Ich hätte jetzt hier hingehen müssen und müsste ihm noch eine Karte rausholen, dass er die Flügel auf und zu machen kann, weil sonst hat er keinen Effekt dadurch. Also kann er rumfliegen, wie er will, weil die Karte, die gibt ihm den Effekt. Und ihr seht gerade, ganz toll, ich kann jetzt hier dieses Ding flippen und er macht die Flügel nicht auf oder zu. Weil das Computerprogramm erkennt, dass wir nicht in der verkackten Systemphase sind, wo er die Flügel auf und zu machen dürfte, weil er ist ja geflogen und er hat noch nicht die Runde aufgehört. Ne? Wir haben also noch nicht hier die Runde beendet offiziell. Also auch da ist das Spiel so weit intelligent, dass er das erkennt. Schätze ich mal. Also ich freue mich schon drauf, wenn ich jetzt beim nächsten Mal nochmal ein bisschen mehr rumspiele, meine Karten besser kennenlerne, so ein bisschen tue, als wenn ich hier spielen würde gegen Gegner. Dann nehme ich mir von Anna87 den Hinweis NPC-Spiel. Also kann ich mir hier vielleicht einen Computer reinpacken, der einfach gegen mich fliegen würde, mit 2-3 Schiffen, einfach nur für den Trainingszweck. Und dann kommt tatsächlich die Königsdisziplin. Ich werde mir mal einen aus der Community holen, der mich als Noob unterstützt und ich werde es dann in dieser Form auch dann einfach streamen. Einfach nur für den Spaß, weil ich Spaß an der Sache habe und ja, wie gesagt. Watschmann, dir auch nochmal danke für die tollen Impulse. Das ist so ein gutes Auffrischen. Ich habe hier noch genau, ich habe hier noch einen kleinen Guide, einen Tastaturbelegungsguide mir geschrieben gehabt und tatsächlich ist die Alt-Taste hier ein großer Anteil, den ich mir sogar auch schon rausgesucht hatte. Ja, ich erkläre mir die Welt lieber selber und gucke später dann nochmal nach. Ja, zum Beispiel gibt es für den Rückwärtsschütz, für den Undo, also dieses Undo hier, gibt es tatsächlich auch einen Buchstaben, den ich verwenden kann. Der ist dann klassisch ein U, so einfach. Hm. Ja, es ist schon eine Weile vergangen. Ich habe langsam Kohldampf. Ich danke euch allen, dass ihr da wart. Watschmann als Live-Follower, danke dafür. Guckt immer mal auf mein Infopanel. Ich versuche mal, wenn ich mal online bin, ein paar Sachen zu schreiben. Und ja, vielleicht sieht man sich. Ansonsten sind die Videos ja auch weiterhin bei Twitch da. Und ich glaube, die Serie hier mit Einstieg und ein bisschen Tastatur und so weiter, die werde ich auch zu YouTube hochladen, ungeschnitten. Es ist so. Ne? Wir brauchen das nicht. Wir nehmen das ungeschminkt. Den ganzen Kram. So. Okay. Ja, dann. Was bleibt mir noch zu sagen? Nutzt den Tag und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Vielen Dank und lasst es euch gut gehen. Also, bis dann. Tschüss.